Wir sind unterwegs in Berlin zur Wohnung von Monika Häger, einer inoffiziellen Mitarbeiterin der Stasi. Es geht Richtung Prenzlauer Berg. Monika Hägers Auftrag war Kundschafterin, also Agentin zu sein, im Zentrum der Opposition. Es war das Höchste, einer Genossin Kundschafterin zu sein. Weil das war schon so, als ich klein war, so groß geworden bin, das war meine Lieblingsliteratur, weil es immer Leute waren, die irgendwie zum Anfang klein und schwach waren und dann waren sie die Helden. Monika Häger gehörte scheinbar zum engeren Kreis der Opposition, doch insgeheim war sie Agentin der Stasi. Immer dabei, an der Seite von Bärbel Bohley und anderen Bürgerrechtlern. Immer dicht dran bei allen Aktivitäten. Ob Infostände mit Flugblättern, Veranstaltungen, Aufrufe oder Demonstrationen, bei allem, was geplant und organisiert wurde, arbeitete sie 8 Jahre lang gegen Menschen, die für sie Feinde waren. Es ist eigentlich wirklich dieses Gefühl, du entsprichst dem, wie du dir es seit deinen Kindheitstagen erträumt hast. Ich weiß nicht, ob du sowas je erlebt hast, so als Kind unentdeckt dich durch die feindlichen Reihen zu schleichen. Aber hätte es nicht auch andersrum sein können? Wie? Der Held oder die Heldin hätte doch auch in der Opposition sein können. Du als Heldin der Opposition. Nee. Dann hätte ich anders erzogen sein müssen. Dann hätte ich nicht diese Erziehung genießen dürfen. Monika Häger wurde 1945 geboren. Sie wuchs nur kurze Zeit bei ihrer Mutter auf. Kindheit und Jugend erlebt sie im Ost-Berliner Hauptkinderheim. Es wurde mir immer von Anfang an gesagt, du tust das, du tust das, du tust das. Ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass ich auch mal für mich entscheiden kann, dass ich mich verweigern kann, dass ich sagen, nein, das mache ich nicht oder so. Es ist eigentlich dieses nie gelernt haben, für sich selbst zu entscheiden, nie gelernt haben, für sich selbst Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, das hat eigentlich ein ganzes Volk hier nicht gemacht. Der festgeschriebene Lebensweg von Monika Häger im deutschen Sozialismus endete nach Oberschule und Studium zunächst im Verlag Junge Welt. Doch das war es nicht, wovon sie träumte. Diese Kinderbücher las sie damals, immer wieder auch als Erwachsene. Und so wie die Helden dort, wollte auch sie sein. Die treue SED-Genossin wurde 1980 von der Stasi angeworben und als IM, als inoffizielle Mitarbeiterin, in ihre Reihen aufgenommen. Darauf war sie damals stolz. Die Stasi hat gesagt, wir haben jederzeit Zeit für dich. Und sie hatten Tag und Nacht Zeit für mich. Wenn ich wirklich in psychischen, schlimmen Krisen gesteckt habe, waren sie da, haben sie mir geholfen. Oder wenn ich mal Schwierigkeiten hatte, wenn ich irgendwie Geld irgendwo mir schlammt habe, ist ja auch mal passiert. Dann sind sie halt eingesprungen, haben ihre Genossin doch nicht hängen lassen. Das waren meistens relativ geringfügige Summen. Es ist immer sehr relativ alles, ja. Aber sie waren eben immer da für mich. Und sie waren eigentlich so ein bisschen Mutter- und Vaterersatz. Was haben Sie dafür gewollt? Heute würde ich sagen, dass ich Leute verraten habe. Die Feinde verraten, das waren die führenden Kräfte der Oppositionsbewegung, an denen sie dran war. Katja Havemann, Reinhard Schuld, Gerd Poppe, Werner Fischer, Ralf Hirsch und selbst Petra Kelly von den Grünen im Westen. Der Stasi ging es ja auch um Befindlichkeiten. Wie fühlen sich die Leute? Sind sie traurig? Sind sie glücklich? So etwas war auch war sehr wichtig für die Stasi, natürlich. Warum war das so sehr wichtig für die Stasi? Was über die Befindlichkeiten der Leute und über die Gefühle der Menschen zu erfahren? Das ist doch ganz klar, warum das für sie wichtig ist. Wenn ich weiß, wo ich jemanden am meisten mit treffen kann, wo ich jemanden kaputt machen kann, und das ist psychisch meistens, dann mache ich es doch. Dann wurden Informationen geliefert, mit denen die Stasi die Leute hätte erpressen können. Nicht erpressen.
treffen können. Sie schmerzen können, ihnen wehtun. Du siehst dich ja immer nur als ganz kleines Teil, als Miniteilchen. Du gehst ja nicht davon aus, dass genau deine Beobachtung, deine, nennen wir es ruhig, Spitzelei, obwohl ich mir irgendwo nach wie vor dagegen wäre, weil ich das aus Überzeugung gemacht habe, aber es ist letztendlich eine Spitzelei gewesen, ja. Du denkst mal, dass deine kleine Sache nicht das ist, was die Leute ins Gefängnis bringt. Doch immer wieder gab es Verhaftungen. Katrin Eigenfeld beispielsweise hier im freundschaftlichen Gespräch mit Monika Häger. Die Resolution der Frauen für den Frieden forderte die Freilassung der Inhaftierten. Wie viele andere Aufrufe der Opposition unterschrieb auch diesen Appell die Frau, die der Stasi zuarbeitete. Am Tag erschien sie als Freundin unter Freunden. Und am Abend feierte sie mit Bärbel Bohley Geburtstag. Nach Mitternacht erstattete sie ihrem Führungsoffizier Bericht in einer konspirativen Wohnung. War auch die Angst da, dass Bärbel Bohley ins Gefängnis kommt? Warum sollte ich da Angst haben? Ins Gefängnis. Das waren noch meine Feinde. Was haben die bedroht als Feinde? Pass mal auf. Wenn zum Beispiel mein Führungsoffizier oder sein Chef mir erzählt haben, das ist gerade Popov, also Popov, es ist für mich Popov, ja, gesagt hat, wenn es mal andersrum kommt, dann hängen wir die Kommunisten alle auf. Ich habe es geglaubt. Ich habe es schlicht und einfach wirklich geglaubt. Und damit war Popov ein Feind für mich, na klar. Ein Feind, den man auch ins Gefängnis bringen kann. Natürlich, wenn er mich, bevor er mich aufhängt. Ich bin ja eine Kommunistin für mich gewesen. Wenn du mich jetzt so ansiehst, krieg ich immer ein schlechteres Gewissen. Aber ich kann es doch nicht ändern. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie mich als ganz toll hinstellen. Ich war es doch nicht gewesen. Das war doch für mich wirklich mein ganzer Lebensinhalt über 40 Jahre. Ich meine, Lebensinhalt, ich meine, das war doch für mich eine ganz wichtige Sache, dieser Sozialismus, dieser Staat. Das war doch wirklich mein Staat. Ich bin doch mit... als allererste mit als Tambourmajor und mit hier mit Dings und mit Schalmei und oder mit Glockenspiel als allererste vorneweg marschiert und war unheimlich stolz darauf, dass ich die erste bin mit dem Glockenspiel hinter mir die Schalmeienkapelle und so weiter. Das war alles meins. Ja. Und dieses stundenlang marschieren üben, damit wir auch ja das richtig bringen zum 1. Mai. Das war ich gewesen und ganz stolz schon als ganz kleine, ja, als achtjährige kleine Pissüre. Ich war ganz stolz darauf. Das war wirklich mein Staat. Das kann man so schwer sagen. Der Staat, das war nicht irgendwo der Honecker oder sowas. Das war es eigentlich nicht. Ja? Klar, wenn der mir irgendwie eine Auszeichnung in die Hand gedrückt hätte, wäre ich sicher super stolz gewesen. Aber das war irgendwo so eine Befindlichkeit, diese Masse irgendwo oder so. Ja? Dieses sich aufgehoben in diesem ganzen Fühlen. Ja? Und ich muss ja auch sagen, mein Parteirausschmiss und so, der damals fingiert, weil der nun mir wirklich real ist, ich hätte auch wieder in die PDS gehen können und wäre dann im 20 Jahre da Mitglied gewesen. Und es gab ja auch einen ganz kurzen Moment, wo ich tatsächlich überlegt habe, gehe ich wieder rein, weil ich wieder aufgefangen worden wäre. Weil rechts und links neben mir jemand gewesen wäre, wo ich hätte sagen können, mein Genosse, der denkt wie ich. Und ich wäre getragen worden und hätte jemand für mich gesagt, Genossin, wir machen jetzt das. Und ich hätte mir wieder Ideen einfallen lassen können und losgehen können oder so. Ich wäre vor allem aufgefangen gewesen, wieder in der Masse. Ja? Aber irgendwo ging es einfach nicht mehr für mich. Ja? Ich will nicht mehr irgendwo aufgehoben sein. Ich will nicht mehr irgendeinem Fraktionszwang unterliegen. Irgendwie sagen müssen, das ist meine persönliche Meinung. Ich will nur noch meine persönliche Meinung sagen und nie die Meinung von irgendeiner Fraktion oder irgendeiner Partei. Und gerade jetzt, wenn ich so das alles miterlebe, wer da wo in welcher Partei und überhaupt. Ich glaube, es geht allen Parteien, oder es ging wahrscheinlich allen Parteien schon immer um Macht. Habe ich aber nie so gesehen. Für mich war immer die Idee des Sozialismus, also des Humanen, des Menschlichen. Ja? Und ich habe einfach Dinge weggedrückt, wo ich hätte genau sehen müssen, dass sie alles andere als human sind, dass sie zutiefst unmenschlich sind. Und ich muss auch dazu sagen, hätte ich früher mehr gewusst, was man heute inzwischen alles erfahren hätte,
Ich glaube, ich wäre so, wie ich bin, in die Mauer reingerannt und hätte mich erschießen lassen oder irgendwas. Weil ich das, aber ich habe es Gott sei Dank nicht gewusst. Das klingt vielleicht theatralisch, aber ich meine, wenn man jetzt Waldheim, die Lager und, also jetzt mit den Lagern gehört habe dann, und mir dazu sagen muss, ich habe auch dazu gehört. Ich habe zwar nichts davon gewusst, aber ich habe auch dazu gehört. Weißt du, wenn du dieses ganze Ausmaß, was die Stasi alles gemacht hat mit den Leuten, wenn du das im Nachhinein mitkriegst und dir sagen musst, du hast auch dazu gehört, du hast zwar nicht davon gewusst und alles für die Idee des Sozialismus, das kann doch irgendwo nicht wahr sein. Du und wenn denn Leute heute noch irgendwo da weitermachen, ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht fassen. Für irgendeine Idee, nur um irgendwelchen Machthunger von irgendwelchen Leuten zu befriedigen, massenweise ein Volk zu belügen und zu betrügen. Und ich habe daran noch teilgehabt. Ich weiß irgendwo, dass es nach und nach nachlassen wird, aber wenn ihr mir die Fragen eben wieder stellt, und ich meine, ich träume heute noch davon. Und schreie und träume von Bärbel und von Katja und von Popov und werde irgendwo natürlich nicht damit fertig. Und wenn Popovs Sohn eben heute hier war, dann freut mich das irgendwo, es bedrückt mich auch zugleich. Weil manchmal denke ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr in die Augen gucken, aber andererseits, ich kann auch nur sagen, ich bin auch ein Mensch und ich habe, jeder sagt, er hat nicht böse gewollt und hat es doch getan. Bloß ich glaube, die meisten sind sich gar nicht dessen bewusst, wem sie da eigentlich wirklich gedient haben. Vielleicht weiß man es so wirklich nicht oder ich habe es wirklich nicht gewusst oder habe auch vieles einfach weggedrückt. Du warst ein mieser kleiner Spitzel. Und sich das klar zu machen und dann rede den Leuten von Aufarbeitung, weißt du? Das ist verdammt schwer. Und ich meine, das tut schon alles sehr weh. Aber ich glaube, man lebt letztendlich besser, wenn man den Versuch unternimmt. Aufzuarbeiten, das gehört ja dazu. Ich glaube, letztendlich lebt man besser. Ich krieg besser Luft. Ich habe nicht mehr so viel Kopfschmerzen. Ich fühle mich besser und ich laufe auch wieder anders als früher. Ich bin früher immer so gelaufen. Ich laufe jetzt ziemlich gerade. Wenn ich bestimmten Leuten begegne, dann laufe ich doppelt gerade.